Guten Tag, meine Damen und Herren. Haben Sie schon von dem ungläubigen Thomas gehört? Die meisten von Ihnen haben sicherlich eine Vorstellung von diesem ungläubigen Thomas. Der hat ja seinen wenig schmeichelhaften Namen erhalten, als er die Auferstehung Jesu Christi zunächst einmal leugnete. Aber haben wir nicht alle etwas von diesem ungläubigen Thomas in uns? Geschieht es uns auch nicht hin und wieder, dass wir den wahren Glauben an Gott nicht unbedingt manifestieren in unserem Leben? Und so möchte ich heute einmal ein wenig über den Thomas sprechen, der diesen Titel ja erhalten hat, weil er nicht genug Glauben hatte. Nun, ursprünglich hieß er oder wird er in der Bibel als der Thomas der Zwilling genannt. Und wenn man seine Geschichte verfolgt, da findet man die erste Erwähnung, die öffentliche Erwähnung, im Johannesevangelium. Und ich möchte mit Ihnen kurz einmal jetzt diese Stelle in Johannes Kapitel 11 durchlesen, angefangen Vers 1. Es geht um die Auferweckung des Lazarus, der ja gestorben war, und Jesus Christus kam mit seinen Jüngern, um ihn aufzuwecken. Aber schauen wir uns einmal an, zunächst einmal, was die Reaktion der Jünger war, als sie hörten, was Christus vorhatte. In Johannes Kapitel 11, angefangen in Vers 1, lesen wir: Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Vers 6. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Also er ging nicht sofort hin, um Lazarus zu heilen, sondern er blieb noch mehrere Tage dort, wo er zur Zeit sich aufhielt. Vers 7. Danach spricht er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger aber sprachen zu ihm: Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen, und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete: Hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Er sprach natürlich von sich selbst. Er gibt auch eine Definition hier von einem Tag. Der Tag besteht aus 24 Stunden, 12 Stunden beziehen sich auf den Zeitpunkt, wo es Licht ist, und dann die anderen 12 Stunden beziehen sich dann auf den Zeitpunkt, wo es dunkel ist. Und er fährt fort zu sagen in Vers 10, wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Vers 11, das sagte er, und danach spricht er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er schläft, wird es besser mit ihm. Die meinten jetzt, Christus sprach von einem physischen Schlaf, aber Christus sprach von dem Schlaf des Todes. Und er sagt hier in Vers 13, Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Vers 14, da sagte ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben. Schauen Sie, die Bibel beschreibt den Tod als einen Schlaf, aus dem man auferweckt werden muss. Die Idee, dass man eine unsterbliche Seele habe, die nach dem Tod sofort in den Himmel geht, wird nirgendwo in der Bibel manifestiert. Das heißt im Buch Hesekiel, dass die Seele, die sündigt, sterben wird. Mit anderen Worten, der Mensch ist die Seele. Und die Seele stirbt, der Mensch stirbt. Er schläft einen traumlosen Schlaf. Aber dann wird er aus dem Schlaf auferweckt. Und das ist die Hoffnung, die Lehre der Auferstehung von den Toten. Hier in diesem Falle sagte Christus, dass er Lazarus bereits schon vor seiner Rückkehr auferwecken wird, aber in diesem Zusammenhang hier zu einem physischen Leben. So er sagt, er ist gestorben, aber ich werde ihn auferwecken. Vers 15. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Mit anderen Worten, er sagte, ich bin froh, dass er gestorben ist, sodass ihr jetzt glauben werdet, dass ich es bin, wenn ich ihn auferwecke. Aber lasst uns zu ihm gehen. Und nach dieser Einleitung möchte man vielleicht meinen, dass jetzt alle Jünger froh darüber waren, dass Jesus Christus den Lazarus auferwecken würde.
Aber das ist keineswegs der Fall. Schauen wir uns Vers 16 an. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, der nachher als der ungläubige Thomas bekannt werden würde. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Thomas war willens, mit Christus nach Judäa zu gehen, doch er sah diese Sache völlig realistisch. Er war pragmatisch. Er sah ihren Tod vor Augen. Er wandelte, um es so auszudrücken, im Schauen, nicht im Glauben. Er sah nicht die Möglichkeit mit seinen geistigen Augen, dass Gott etwas anderes hätte vorhaben können. Christus hat ja auch keineswegs gesagt, dass sie nach Judäa gehen würden, um dort zu sterben, um von den Juden dort gesteinigt zu werden. Doch Thomas war es klar. Die Juden hatten bereits versucht, Christus zu steinigen. Sie würden es wieder tun. Und diesmal würden sie auch sich nicht nur mit Christus begnügen, sondern auch die Apostel, seine Jünger, töten. Nun schauen wir an, wie die Geschichte weitergeht. In Johannes Kapitel 11, angefangen in Vers 39, als jetzt Jesus mit den Jüngern zum Grab gekommen war, da spricht er, hebt den Stein weg, spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg, Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich es, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Also Jesus tat dies, damit einige zum Glauben an ihn kommen würden. Er wusste, dass wenn er hingegangen wäre, um Lazarus, der krank war, zu heilen, es nicht die gleiche Konsequenz haben würde. Später dann, kurz vor der Kreuzigung, erklärte Jesus den Aposteln, dass er für sie Herrschaftspositionen im Reich Gottes vorbereiten würde. Schauen wir uns diese Stelle an in Johannes Kapitel 14, angefangen in Vers 1. Johannes Kapitel 14, angefangen in Vers 1. Er sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen. Auch dies ist ein Versprechen, das Christus uns mehrere Male, viele Male in der Bibel gegeben hat, dass er zurückkommen wird auf diese Erde. Wie viele Christen glauben das heute? Wie viele Christen glauben an die Wiederkunft Jesu Christi? Er sagt, ich werde wiederkommen und ich werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Als Christus diese Worte sprach, war er hier auf dieser Erde. Und er sagte, ich werde wiederkommen und werde euch dann zu mir nehmen, wo ich jetzt bin, auf dieser Erde. Nur die Jünger würden alle sterben. Christus verspricht hier die Auferstehung von den Toten, dass diese Jünger, die an ihn glauben würden, die würden auferweckt werden, wenn er zurückkommt. Und wo ich hingehe, sagt er in Vers 4, den Weg wisst ihr, spricht zu ihm Thomas, der später als der ungläubige Thomas bekannt werden würde. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Hier sehen wir auch die Reaktion des realistischen Thomas, der auf das physische blickte. Und natürlich, physisch gesehen, wusste er nicht einen Weg, den er gehen sollte, um zu Christus zu kommen, wenn der in den Himmel auffahren würde. Nach seiner Auferstehung erschien Christus zunächst verschiedenen Frauen. Die verkündeten die Tatsache seiner Auferstehung an die Jünger. Aber keiner der Jünger glaubte denen. Nicht nur der Thomas nicht, sondern keiner der Jünger. Schauen wir uns dies in Lukas Kapitel 24 an. Vielleicht hatten die gemeint, ach, das sind ja nur Frauen, was wissen die schon?
Lukas Kapitel 24, angefangen in Vers 1. Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war, der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen, und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündeten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Also alle diese Frauen kamen jetzt zu den 11 Aposteln, Judas Ischariot war ja mittlerweile tot. Aber was war die Reaktion? Vers 11. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Nun, wenn sie einer von den 11 Aposteln gewesen wären, hätten sie damals den Frauen geglaubt, dass Jesus Christus auferstanden sei von den Toten. Vers 12. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Auch der glaubte in dem Augenblick auch noch nicht. Der konnte sich das nicht so recht erklären, was da jetzt geschehen war, aber er glaubte nicht unbedingt an die Auferstehung Jesu Christi in diesem Zeitpunkt. Darauf erschien Christus den zwei Jüngern, die auf der Straße nach Emmaus gingen, und diese erzählten ihr Erlebnis, dass der auferstandene Christus ihnen begegnet sei. Aber hören wir uns an, was die Reaktion der Jünger war, jetzt auf diese zwei männlichen Jünger, um es so auszudrücken, in Markus, Kapitel 16. Markus, Kapitel 16, angefangen in Vers 9. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Nur nebenbei bemerkt, ist dies eine sehr unglückliche Übersetzung, denn im Griechischen stehen keine Kommas und die Stelle kann im Griechischen auch so übersetzt werden. Als aber Jesus auferstanden war, erschien er früh am ersten Tage der Woche zuerst Maria von Magdala. Nun, wenn Sie mir das nicht glauben wollen, dann sprechen Sie mit jemandem, der Griechisch versteht, und er wird Ihnen dies bestätigen. Denn Christus ist, wie ich dies bereits in anderen Predigten gesagt habe und wie ich das auch noch weiter in anderen und künftigen Predigten behandeln werde, keineswegs am Sonntagmorgen auferstanden, sondern am Samstagabend zu Sonnenuntergang. Mit anderen Worten, als er also auferstanden war, erschien er früh am ersten Tag der Woche Maria von Magdala. Vers 10. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Vers 12. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt, also nicht genau so, wie er ausgesehen hatte, als er als Mensch auf Erden lebte, in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Und sie gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Später erschien Christus 10 Jüngern. Aber zu dem Zeitpunkt war Thomas der Zwilling nicht anwesend. Schauen wir uns dies in Johannes Kapitel 20 an. Johannes Kapitel 20, angefangen in Vers 19. Und wenn wir diese Stellen lesen, dann sollten wir erkennen, dass zunächst einmal dies keine Fabrikationen sind. Ich meine, die sind nicht geschrieben worden, um jetzt die Jünger in übermenschlicher Weise zu verherrlichen. Die schreiben über Jünger, die menschlich waren. Und wenn sie damals gelebt hätten, hätten sie auch so reagiert, wie das die Jünger taten. In Johannes Kapitel 20, angefangen in Vers 19. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, die hatten sich also hier zurückgezogen, die hatten Angst. Da kam Jesus und trat mitten unter sie. Mit anderen Worten, jetzt war Jesus ein verherrlichtes Wesen. Da gab es keine geschlossenen Türen mehr, die ihn abhalten könnten, da zu erscheinen. Da kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch.
Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Und da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Jetzt verstanden sie, dass das Christus war. Und da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Er gab ihnen den Heiligen Geist jetzt noch nicht. Er kündigte ihnen an, dass sie ihn erhalten würden, was dann auch in der Apostelgeschichte beschrieben wird, im zweiten Kapitel, als sie den Heiligen Geist am Tage des Pfingstfestes erhielten. Vers 23. Welchen ihr die Sünde erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Die Rede ist hier davon, dass die Jünger mit der Hilfe des Heiligen Geistes erkennen würden, ob jemand bereut hatte oder nicht. Denn Sünde wird nicht von Gott vergeben, es sei denn, dass man die Sünde bereut. Dass man das wirklich nicht mehr tut, was falsch ist, und dass man beginnt, das zu tun, was richtig ist. Vers 24. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Nun, die Jünger erzählten ihm, was geschehen war. Aber die Reaktion des Thomas, des pragmatischen, realistischen Thomas, als er dies hörte, der sagte, das ist mir nicht genug. Ich will sehen. Ich will selbst sehen, was geschehen ist. Und das ist jetzt die Stelle, die nach der Tradition hin dann dazu geführt hat, dass Thomas, der ungläubige Thomas, genannt wird. Vers 25. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Vers 26. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jetzt erkannte, dass Jesus Christus nicht nur sein Herr war, der ihm zu befehlen hatte, sondern dass er auch buchstäblich Gott war, der der Anbetung würdig ist. Vers 29 spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Schauen Sie, Thomas wollte sehen, wollte physisch mit seinen Augen sehen, um glauben zu können. Er war der Realist, er war der Pragmatiker, der Skeptiker. Doch wie steht es mit uns? Sind wir so von Thomas verschieden? Meinen wir nicht auch manchmal, dass wir etwas Physisches sehen müssten, damit wir glauben können? Wenn Dinge gut verlaufen, dann ist es vielleicht einfach zu glauben. Aber wenn Gott uns testet, unsere Geduld erprobt, wie steht es dann mit unserem Glauben? Sind wir dann immer noch bereit zu glauben, selbst wenn realistisch gesehen die Erfüllung eines gewissen Versprechens sehr unwahrscheinlich erscheint? Aber schauen Sie, es war nicht nur der Thomas, der ungläubig war, denn die anderen Jünger schnitten in Christi Beurteilung auch nicht viel besser ab. Schauen wir uns noch einmal Markus Kapitel 16 an, aber diesmal in Vers 14. Markus Kapitel 16 und in Vers 14. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandene. Doch begriffen die Jünger nun, nachdem also Christus sich ihnen als der Auferstandene offenbart hatte, was Jesus ihnen eigentlich sagte. Glaubten sie nun, dass sie einen Auftrag erfüllen könnten, der ihnen von Jesus gegeben worden war, ohne dass Christus gegenwärtig sein würde, sichtbar, dass er ihnen jetzt nicht mehr sichtbar erscheinen würde. Glaubten sie, dass das trotzdem möglich war, dass Christus, wenn er im Geiste bei ihnen sein würde, dass sie die Kraft haben würden und die Möglichkeit haben würden, die Befehle Christi zu befolgen?
schauen wir uns an, was weiter geschah im Johannesevangelium, Kapitel 21. Johannes 21, angefangen in Vers 1. Johannes 21, angefangen in Vers 1. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, der sogenannte ungläubige Thomas, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Und sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Und sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. In dieser Nacht fingen sie nichts. Sie gingen fischen. Schauen Sie, als Christus die Jünger berief, da hat er zu Petrus gesagt, ich will dich zu einem Fischer von Menschen machen. Der hat seinen Job, seine Arbeit als Fischer aufgegeben, um Christus zu folgen. Aber nun, nachdem scheinbar alles vorüber war, sagte er, so, jetzt gehe ich wieder fischen. Ich gehe wieder zurück zu meinem Beruf, den ich aufgegeben habe. Und die anderen, die auch Fischerleute waren, die sagten, ja, wir gehen mit dir. Und so war Thomas einer von denen, die mit ihm fischen gingen. Sie glaubten scheinbar, alles war vorbei. Kein Auftrag war mehr zu erfüllen, kein Werk war mehr zu tun. Und interessant ist aber nun, dass Christus ihnen erscheint und dass er jetzt sogar den Auftrag an die Jünger und spezifisch an Petrus erweitert. Schauen wir uns Vers 15 an. Zunächst einmal lesen wir, dass sie Christus sehen, aber ihn nicht erkennen. Und er sagt ihnen, geht nochmal raus und fischt. Und dann hatten sie so viel Fische gefangen, dass es ihnen sogar schwer wurde, das Boot an Land zu bringen. Und dann in Vers 15, nachdem sie ihn erkannt hatten und zusammen gegessen hatten mit ihm, Vers 15, als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Nun, auch dies ist eine unglückliche Übersetzung. Im Griechischen heißt es, hast du mich lieber als diese? Und er bezieht sich nicht unbedingt auf die Liebe der anderen Jünger zu ihm, sondern er stellt Petrus die Frage, hast du mich lieber als diese? Er sprach von den Fischen. Und er fragte Petrus, ist deine Priorität die, dass du mich lieber hast als alles andere Materielle? Und er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Petrus, hast du mich lieb? Offensichtlich fragt er ihn dreimal, ob er wirklich Christus lieb hat, weil nämlich Petrus ja Christus dreimal verleugnet hat. Dreimal hat er damals unter Beweis gestellt, dass ihm sein eigenes Leben lieber war als seine Verehrung für Christus. Und Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb, und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Petrus sollte auch die Schafe weiden, sich derer annehmen, die durch die Verkündigung des Evangeliums zur Kirche kommen würden. Und wie sollte er das tun? Vers 19. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Christus erklärte Petrus, dass er eines gewaltsamen Todes sterben würde. Aber er erklärte ihm auch, dass er die Schafe weiden könnte, nur dann, wenn er Jesus, seinem Beispiel, nachfolgen würde. Dem Beispiel, das Christus hier auf Erden gesetzt hatte. Aber auch seinen Anweisungen, die er den Jüngern durch den Heiligen Geist geben würde in der Zukunft. Schauen wir auch, was er über Johannes sagt in Vers 22. Jesus spricht zu ihm, zu Petrus, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Aber einige haben jetzt gemeint, das bedeutet, dass Johannes nicht sterben würde. Das ist nicht das, was Christus sagt. Christus sagte Petrus lediglich, es geht jetzt um dich und mich. Und es geht nicht darum, wie andere sich verhalten werden. Er sagt, folge du mir nach. Sie mussten Christus folgen. Aber sie würden ihn nicht mehr mit ihren physischen Augen sehen. Aber sie mussten ihm gleichwohl gehorchen, sich an
ihn halten, so als ob sie ihn sähen, wo sie ihn eben nicht mehr sehen würden. Und zu Pfingsten erhielten die Jünger dann den Heiligen Geist. Und das beinhaltete natürlich auch Thomas. Schauen wir uns in Apostelgeschichte 2 die Verse 1 bis 4 an. Apostelgeschichte 2, angefangen in Vers 1. Als aber der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie es heißt in der Lutherbibel. Mit anderen Worten, Zungen ist nur eine andere Bezeichnung für Sprachen. Die fingen also an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und später glaubten dann alle Jünger, inklusive Thomas, dass sie Zeugnis abgeben mussten von dem, was sie gesehen hatten, von der Auferstehung Jesu Christi. Und sie taten dies mit großer Kraft. Schauen wir uns dies in Apostelgeschichte 4 an und in Vers 33. Apostelgeschichte 4 und Vers 33. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Und es war eine so große Kraft vorhanden, dass sogar viele Wunder durch die Hand der Apostel geschah. Apostelgeschichte 5 und in Vers 12. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Und wir sehen also, dass dies natürlich auch den sogenannten ungläubigen Thomas beinhaltete. Und das ist bemerkenswert. Nach seiner Bekehrung, nach Erhalt des Heiligen Geistes, war Thomas nun in der Lage, über das Physische hinaus auf das Geistliche zu blicken. Die vermeintliche Realität mit der Art des Glaubens zu besiegen, die Christus von uns allen fordert. Den Glauben nämlich, der ihm sagte, dass Wunder geschehen würden, noch bevor sie geschahen. Den Glauben, der voraussetzte, dass man etwas als Realität sehen würde, noch bevor es Realität geworden war. Und schauen Sie, nach der Tradition ging Thomas nach Syrien, nach Parthien und nach Indien, um dort das Evangelium zu predigen. Und er hatte den Glauben, der nötig war, dies tun zu können. Nun, was ist dieser Glaube? Dieser Glaube, der erforderlich ist, um Gott zu gefallen, um seinen Willen zu tun. Zunächst einmal erfordert er natürlich, dass man an Gott glaubt. Dass man an Jesus Christus als unseren Heiland glaubt. Schauen wir uns dies an in Römer Kapitel 10. Ich meine, wenn Sie nicht an Gott glauben, dann können Sie natürlich auch nicht das tun, was er uns sagt. Römer Kapitel 10 und Vers 14. Da heißt es, wie sollen Sie aber den anrufen, an den Sie nicht glauben? In anderen Worten, wenn wir nicht glauben, dass Gott existiert, warum dann zu ihm beten? Wie sollen Sie aber an den glauben, von dem Sie nichts gehört haben? Wie sollen Sie aber hören ohne Prediger? Es ist erforderlich, anhand der Bibel, dass wir darüber belehrt werden, wer und was Gott ist und wie wir Gott zu gefallen leben können. Aber schauen Sie, der Glaube an Gott ist nicht genug. Er ist erforderlich, aber er ist nicht genug. Schauen wir uns auch Hebräer Kapitel 11 an. Hebräer Kapitel 11 und in Vers 6. Hebräer Kapitel 11 und Vers 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist, schauen Sie, und, mehr ist erforderlich, dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Also zunächst einmal muss man glauben, dass Gott existiert. Aber dann muss man auch glauben, dass wenn wir ihm getreu dienen, dass er uns dafür belohnen wird. Vielleicht nicht heute, aber in der Zukunft. Wie ich sagte, ein theoretischer Glaube an Gott ist nicht genug.
Die Tatsache alleine, dass wir an Gott glauben, dass wir an einen Gott glauben, dass wir daran glauben, dass es so etwas wie einen Gott geben muss, das ist nicht genug. Unser wahrer Glaube muss sich durch unsere Lebensweise manifestieren. Schauen Sie, selbst Dämonen glauben, dass es Gott gibt. Der Teufel glaubt, dass es Gott gibt. Schauen wir uns dies in Jakobus Kapitel 2 an. Jakobus Kapitel 2 und Vers 19. Jakobus Kapitel 2 und Vers 19. Hier sagt Jakobus, der Halbbruder Jesu Christi: Du glaubst, dass nur einer Gott ist, er spricht hier von Gott dem Vater. Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Schauen Sie, Gott ist ein Geistwesen, den wir mit unseren physischen Augen nicht sehen können, aber die Dämonen, die Teufel, das sind ja auch Geistwesen. Und die können natürlich andere Geistwesen sehen. Die wissen, dass Gott existiert. Aber es heißt, die zittern. Warum zittern die? Die zittern, weil sie wissen, dass sie Gott nicht gehorsam sind. Und weil sie wissen, dass sie Gott auch nicht gehorsam sein wollen. So ist der Glaube an Gott, der erforderlich ist, ein tätiger Glaube, der etwas bewirkt. Der bewirkt, dass wir etwas tun. Der bewirkt, dass wir das Richtige tun. Der bewirkt, dass wir das Falsche ablegen. Der bewirkt, dass wir Gott gehorsam sind. Haben Sie schon einmal etwas vom Glaubensgehorsam gehört? Heute hört man vielfach, dass alleine notwendig ist, an Gott zu glauben, an Jesus Christus zu glauben, und dann werden wir selig. Wie steht es mit Gehorsam? Schauen wir uns Hebräer Kapitel 11 an. Hebräer Kapitel 11 und Vers 8. Hebräer Kapitel 11 und Vers 8. Schauen Sie, was hier über Abraham geschrieben steht. Den Vater der Gläubigen, wie er genannt wird. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Der hatte noch nichts Realistisches vor seinen Augen gesehen. Er wusste nicht, was für ein Land er eigentlich jetzt besiedeln sollte. Aber er war gehorsam, dem Befehl Gottes auszuziehen. Er hatte den Glauben, dass Gott wusste, was er tat und was er von Abraham verlangte. Schauen wir uns auch eine Stelle im Römerbrief an, Kapitel 1. Theoretischer Glaube, der unabhängig ist von Gehorsam, ist nicht genug. Römer Kapitel 1 und in Vers 5. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Der Gehorsam des Glaubens sollte aufgerichtet werden, auch im gleichen Brief in Kapitel 16. Römer 16, angefangen in Vers 25, wo Paulus etwas Ähnliches sagt. Römer 16, angefangen in Vers 25. Dem aber, der euch stärken kann, gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, die seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Auch hier wiederum geht es um den Glaubensgehorsam. Nicht um einen theoretischen Glauben, sondern um einen praktischen Glauben. Dieser tätige, aktive, praktische Glaube ist deshalb aktiv, weil er über Physisches hinauszublicken vermag. Er ist nicht durch physische Realitäten beschränkt. Physische Hindernisse, physische Unmöglichkeiten lassen ihn nicht untätig werden, lassen ihn nicht in Verzweiflung reagieren. Vielmehr finden wir folgende Aussagen über den Glauben, den Christus in uns sehen will. Und ich möchte jetzt einige Stellen hier vorlesen. Zunächst in 2. Korinther Kapitel 5. Eine Stelle, die wir immer wieder bereits angeführt haben, ohne sie zu zitieren. In 2. Korinther Kapitel 5 und in Vers 7. 2. Korinther 5 und in Vers 7. Wir wandeln im Glauben
und nicht im Schauen. Das sind also Gegensätze. Wenn wir im Schauen wandeln, wie Thomas im Schauen wandeln wollte, er sagte, wenn ich das nicht sehe, kann ich nicht glauben, dann haben wir nicht den Glauben, der notwendig ist. Römer Kapitel 4 sagt uns etwas Ähnliches. Römer Kapitel 4, angefangen in Vers 18. Römer Kapitel 4, angefangen in Vers 18. Und hier ist wiederum die Rede von Abraham, der, wie wir ja gesehen hatten, durch den Glauben gehorsam wurde. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Realistisch gesehen gab es da keine Hoffnung. Aber er hat geglaubt, weil er ein Versprechen von Gott empfangen hatte und er glaubte Gott. Und er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Vers 19. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon gestorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Er hätte auf die physischen Umstände blicken können, und wenn er das getan hätte, dann wäre er schwach geworden im Glauben. Aber Abraham tat dies nicht. Schauen Sie, was er tat, Vers 20. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre, Vers 21, und wusste aufs Allergewisseste, Gott verheißt, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Manchmal ist das sehr schwierig. Wenn wir manchmal uns Hindernissen gegenübersehen, physischen Problemen, dann kann es sehr leicht sein, dass wir im Glauben schwach werden, dass wir Zweifel bekommen, dass wir sagen, ja, ist wirklich Gott dazu bereit, uns zu helfen? Wenn er uns zum Beispiel befiehlt, etwas zu tun, ist er wirklich auch bereit, uns zu helfen, dass wir es tun können? Nehmen wir zum Beispiel einmal den Zehnten als Beispiel. Wenn wir dazu gekommen sind zu verstehen, dass wir den Zehnten zu zahlen haben von unseren Einnahmen, von dem, was wir so an Zugewinn zu uns nehmen, dann können wir uns unser Budget anschauen, das niederschreiben, was wir so an Einnahmen im Monat haben und an Ausgaben, und dann bleibt nichts mehr übrig für den Zehnten. Und dann sagt man, ja, es ist ja unmöglich für uns, das Zehntengebot zu erfüllen. Das ist ja gar nicht denkbar. Das klappt ja nicht. Man sieht ja hier ganz eindeutig, dass dies nicht möglich ist. Aber schauen Sie, wenn man dies tut, vergisst man zweierlei. Zunächst einmal schaut man auf das Physische, auf die sogenannten Realitäten und nicht auf das, was Gott einem gesagt hat. Man schaut nicht auf Gott und auf Jesus Christus, die uns geboten haben, den Zehnten weiterhin zu zahlen, und zwar an die Kirche Gottes. Aber wir vergessen auch, dass Gott uns ein Versprechen gibt. Im Buch Maleachi heißt es zum Beispiel, dass wir Gott prüfen sollen. Und er sagt, prüft mich damit, ob ich euch nicht auch physisch segnen werde, wenn ihr mir getreulich den Zehnten und Opfergaben gebt. Das erfordert Glauben. Es erfordert den Glauben, dass wir, wenn wir tun, was Gott uns befiehlt, auch dafür gesegnet werden, auch dazu in der Lage sein werden, es zu tun. Viele meinen heute, man brauche den Zehnten nicht mehr zu zahlen, andere zahlen den Zehnten an sich selbst. Und da sie das tun, geben sie zu, dass sie nicht den Glauben haben, der von Gott erfordert wird, Gott zu gehorchen und das zu tun, was er von uns erwartet. Schauen wir uns einmal eine Definition des Glaubens an. In Hebräer Kapitel 11. Und manchmal, wie ich sagte, lässt Gott auch zu, dass man getestet wird. Und er greift nicht sofort ein. Aber das ist nicht Rechtfertigung dafür, dass man jetzt aufgibt, an ihn zu glauben oder an sein Wirken zu glauben. Es ist keine Rechtfertigung dafür, dass man jetzt nicht mehr das zu tun braucht, was er von uns erfordert. Hebräer 11 und Vers 1. Hier finden wir eine biblische Definition des Glaubens. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht. Erinnern Sie sich daran, dass es heißt, Abraham wusste aufs Allergewisseste. Das, was Gott versprochen hat, das kann er auch tun. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht, könnte man sagen. Hebräer 11 und Vers 7 fährt fort, uns zu sagen, durch den Glauben
hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Gott erschien Noah und hat ihm gesagt, du musst eine Arche bauen, es wird eine Flut kommen. Die Flut war noch lange nicht da. Aber Noah gehorchte Gott, er glaubte Gott und hat dann das getan, was Gott von ihm erwartete. Es heißt, durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, schauen Sie, die durch den Glauben kommt. Wir müssen Glauben haben, dass Gott uns das Richtige sagt, dass wir dem gehorchen müssen, was er uns sagt. Aber dann müssen wir natürlich auch gerecht werden, dadurch, dass wir das tun, was er uns sagt. Und wenn wir fallen, wenn wir sündigen, und jeder sündigt von Zeit zu Zeit, es gibt keinen Menschen auf Erden, der nicht hin und wieder sündigt, dann können wir dadurch wieder gerecht werden, dass wir Sündenvergebung erlangen, wenn wir zu Christus kommen und ihn um Vergebung unserer Sünden bitten. Und wir müssen auch den Glauben haben, dass Christus uns vergeben kann, dass Gott der Vater uns dadurch vergibt, weil er das Opfer Jesu Christi, seine Kreuzigung, seinen Opfertod anerkennt und weil Jesus heute unser lebender Hohepriester ist, der für uns eintritt, wenn wir sündigen. Mose hatte diese Art Glauben. Schauen wir uns in Hebräer Kapitel 11, Vers 27 an. Hebräer Kapitel 11 und Vers 27. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. Ist das die Art und Weise, wie wir leben? Blicken wir auf den, den wir nicht sehen können mit unseren physischen Augen, Gott den Vater, Jesus Christus? Aber ist es für uns so, dass wir ihn wirklich sehen in unserem geistlichen Sinne, dass wir ihm folgen, dass wir wissen, dass er da ist, wenn wir Hilfe brauchen, dass er eigentlich immer da ist? Durch den Glauben, Vers 28, hielt er das Passa und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeburten nicht anrühre. Auch das war eine Vorschrift, die Gott ihm gab, Blut an die Türpfosten zu streichen, noch bevor der Todesengel durch Ägypten ging. Wenn die Israeliten das nicht getan hätten, wären sie alle umgekommen. Sie mussten also Glauben haben, dass das, was Gott gesagt hatte, auch in Erfüllung gehen würde. Vers 29. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer, wie über trockenes Land. Und das versuchten die Ägypter auch und ertragen. Da gehörte auch viel Glauben dazu, dass man jetzt durch das offene Meer ging, das sich jetzt geöffnet hatte, und dass das so lange offen bleiben würde, bis man das andere Ufer erreichen würde. Mose hatte diese Art von Glauben. Wir lasen bereits, dass Abraham diesen Glauben hatte, als er über die physischen Beschränkungen seines erstorbenen Körpers und den der Sarah hinausblickte. Schauen Sie, er war willens zu glauben, ohne die Realität, die vermeintliche Realität, zu sehen. Wir lasen auch, dass Abraham durch den Glauben in ein Land zog, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Er folgte lediglich dem Befehl Gottes. Auch Sarah hatte diesen Glauben. Zunächst einmal allerdings hatte sie Zweifel. Sie werden sich vielleicht an die Stelle erinnern, wo die drei Männer zu Abraham und Sarah kamen. In Wirklichkeit waren dies Jesus Christus und zwei Engel. Und als denen dann verkündigt wurde, die würden einen Sohn haben, und Sarah hörte das und sie lachte. Die wollte das nicht glauben. Und dann hat sich Jesus an sie gewandt und hat gefragt, Sarah, warum lachst du? Gibt es denn irgendetwas, das für Gott unmöglich ist? Und Sarah war dann ein wenig beschämt und hat gesagt, ich habe nicht gelacht. Und Jesus sagte zu ihr, doch, du hast gelacht. Am Anfang hatte sie Zweifel. Menschlich gesehen sehr verständlich. Sie hatte Zweifel, dass sie überhaupt, alt wie sie war und Abraham alt wie er war, ein Kind noch bekommen könnten. Aber Gott versprach es. Und dann würde das auch in Erfüllung gehen. Schauen wir uns an, was über Sarah geschrieben steht in Hebräer Kapitel 11, angefangen in Vers 11. Hebräer 11 und Vers 11. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Schauen Sie, sie wuchs im Glauben. Zunächst einmal hatte sie ja den Glauben nicht, aber dann wuchs sie im Glauben und es wurde ihr mehr und mehr klar und sie wusste dann aufs Allergewisseste,
das, was Gott verheißen hat, das kann er auch tun. Vers 12. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Schauen wir uns auch ein weiteres Beispiel an. Und zwar hier ein Beispiel des Apostel Petrus in Matthäus Kapitel 14. Matthäus Kapitel 14. Angefangen in Vers 22. Ein sehr bekanntes Beispiel, das wiederum zeigt, was, wenn wir uns auf menschliches Können verlassen, wir nicht in der Lage sein werden, Gott gläubig zu folgen. Matthäus 14, Vers 22. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn Jünger sahen und auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst. Die meinten jetzt, da sei irgendwie jetzt ein Dämon erschienen, der sich ihnen jetzt da in irgendeiner Form offenbarte. Die hatten also furchtbare Angst und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete und sprach, Herr, bist du es? Er war sich da noch nicht klar. So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Er sagte jetzt zu Christus, gib mir einen Befehl. Und ich werde diesen Befehl befolgen. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser. Und kam auf Jesus zu, eine total unmögliche Sache, realistisch gesehen, physisch gesehen. Aber er ging auf dem Wasser. Er ging auf Jesus zu. Aber schauen Sie, was jetzt geschieht in Vers 30. Als er aber dann den starken Wind sah, erschrak er. Und weil er eben auf das Physische blickte und nicht mehr auf Jesus, da begann er zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger. Der hatte etwas Glauben, aber nicht genug. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot. Und der Wind legte sich, ein weiteres Wunder. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Schauen Sie, Petrus war in der Lage, als er auf Christus blickte, sogar etwas physisch Unmögliches zu tun, auf dem Wasser zu wandeln. Aber dann erhielt er Zweifel. Er erhielt Zweifel, dass er weiter auf dem Wasser wandeln könnte, als er den Wind sah und die hohen Wellen. Und diese Zweifel zerstörten seinen Glauben. Wir sehen also, dass Zweifel und Glauben unvereinbare Gegensätze sind. Die gehören einfach nicht zusammen, die können nicht miteinander bestehen. Wir lasen ja bereits in Hebräer Kapitel 11 und Vers 1, als wir von der Definition des Glaubens lasen, dass der Glaube ein Nicht-Zweifeln ist an dem, was man nicht sieht. Auch lasen wir, dass Abraham nicht im Unglauben an Gottes Verheißungen zweifelte. Lesen wir auch eine Stelle im Jakobusbrief, in Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1, angefangen in Vers 5. Jakobus Kapitel 1, angefangen in Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, an Weisheit, wie man sich richtig verhalten soll zum Beispiel, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Eine klare Aussage, dass wir, wenn wir den wahren Glauben an Gott und an Christus haben, wollen wir nicht an Versprechungen, die uns Gott gegeben hat, zweifeln dürfen. Denn wenn wir zweifeln, dann werden wir auch aufgrund des Zweifels falsche Dinge tun. Schauen wir uns auch 1. Timotheus an. 1. Timotheus, Kapitel 2.
1. Timotheus Kapitel 2 und Vers 8. Hier schreibt Paulus an Timotheus: So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Ohne Zorn und Zweifel. Ohne Zorn darüber, dass vielleicht Gott noch nicht eingegriffen hat. Und ohne Zweifel, dass er noch eingreifen wird. Wir lesen auch in Matthäus Kapitel 21. Matthäus Kapitel 21, angefangen in Vers 21. Matthäus 21 und angefangen in Vers 21. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun. Er hat den Feigenbaum verflucht, weil der keine Frucht hatte. Und der ist tatsächlich verdorrt. Sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, eine symbolische Beschreibung für ein Problem, das so aussieht wie ein Berg, das man unmöglich überwinden kann. Wenn ihr zu diesem Berge sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Zweifel entsteht, wenn wir uns in Schwierigkeiten befinden, wenn wir die Schwierigkeiten betrachten, auf die sehen und wenn wir dann Angst bekommen und wenn wir dadurch unseren Glauben an Gottes Eingreifen verringern. Schauen wir uns in Matthäus Kapitel 8 an. Eine andere Stelle, die auch sich wiederum auf die Jünger bezieht, die nicht so reagiert hatten, wie sie hätten reagieren sollen. Matthäus Kapitel 8, angefangen in Vers 25. Matthäus 8 und Vers 25. Es war hier eine Stelle, in der Christus in einem Boot schlief, als die Jünger in dem Boot waren und ein großer Sturm kam. Und die hatten jetzt Angst. Vers 25, sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, hilf, wir kommen um. Da sagte er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und er stand auf und bedrohte den Wind und das Meer und da wurde es ganz still. Christus sagt hier, dass Zweifel und die daraus entspringende Angst oder Unruhe verhindern können, dass wir Glauben haben oder sogar, dass wir Glauben bilden. Schauen wir uns Lukas Kapitel 12 an. Lukas Kapitel 12, angefangen in Vers 22. Lukas Kapitel 12, angefangen in Vers 22. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorgt nicht über euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Vers 23, denn das Leben ist mehr als die Nahrung, der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht die Raben an, sie säen nicht, sie ernten auch nicht und sie haben auch keinen Keller und keine Scheune und Gott ernährt sie doch. Wie viel besser seid ihr als die Vögel? Wer ist unter euch der, wie sehr er sich auch darum sorgt, wie sehr er auch irgendwie Angst hat oder Besorgnis hat? Wer ist es, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das andere? Seht die Lilien an, wie sie wachsen. Sie spinnen nicht, sie weben nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von denen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und macht euch keine Unruhe. Nach dem allen trachten die Heiden in der Welt. Aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Schauen Sie, Christus sagte hier nicht, dass man also tatenlos da rumsitzen kann. Man soll schon natürlich dazu sich bereit erklären, das zu tun, was man tun muss, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber er sagt, macht euch keine unnütze Sorgen, keine unnütze Unruhe. Habt die Prioritäten richtig. Trachtet nach dem Reich, nach Gottes Gerechtigkeit. Und er wird euch die Sachen geben. Er wird euch Möglichkeiten verschaffen, Geld zu verdienen. Es ist eben immer eine Frage der Priorität. Schauen wir uns Markus Kapitel 4 an und Vers 40. Markus Kapitel 4 und Vers 40. Auch hier geht es um die Stillung des Sturmes, von der wir eben sprachen. Aber hier sagt er zu ihnen in Vers 40,
Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Wenn man Furcht hat, kann das verhindern, dass man Glauben entwickelt. Der Glaube gibt uns vielmehr, der frei ist von Zweifel, frei ist von Angst, frei ist von Unruhe, die Gewissheit, dass Gott für uns eingreifen wird. Doch dies kommt nur mit Erfahrung. Schauen Sie, Angst und Unruhe, die zunächst stark sein mögen, nehmen mehr und mehr ab. Und zwar in dem Maße, mit dem wir Gottes Wirken in unserem Leben spüren. Je mehr wir seine Hilfe erfahren, desto mehr können wir erkennen, dass das, was Johannes uns sagt, im 1. Johannesbrief, richtig ist. Schauen wir uns 1. Johannes Kapitel 5 an. 1. Johannes Kapitel 5, angefangen in Vers 14. 1. Johannes 5, angefangen in Vers 14. Das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Sicherlich, wenn wir um etwas bitten, was Gottes Willen widerspricht, so hört er uns natürlich nicht. Vers 15. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Und dieser Glaube, den Gott in uns sehen möchte, der ist derselbe Glaube, den zum Beispiel David hatte und andere, die in den Psalmen uns diese Zuversicht mitgeteilt haben. Der kommt nur mit Erfahrung. Der kommt nur nach gewissen Prüfungen, die wir alle durchstehen müssen. Aber schauen wir uns in Psalm 46 einmal an. Psalm 46, was uns hier über den wahren Glauben berichtet wird, den wir alle haben müssen. Psalm 46, angefangen in Vers 2. Psalm 46, angefangen in Vers 2. Es heißt hier, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Er sagt ja nicht, wir haben keine Nöte zu erwarten. Er spricht hier von großen Nöten, die uns getroffen haben. Aber er sagt, in diesen Nöten wird uns Gott Zuversicht und Stärke geben. Vers 3. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Schauen wir uns auch Psalm 56 an und Vers 12. Psalm 56 und Vers 12. Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht. Was können mir Menschen tun? Christus sagte uns, dass wir Gott respektieren sollen, dass wir immer davon ausgehen müssen, dass es Gott ist, der uns letztendlich richten wird. Er sagte, fürchtet euch nicht, was euch Menschen tun können, denn was die tun können, besteht nur im Hinblick auf euer physisches Leben. Die können euch sogar euer physisches Leben nehmen. Aber es ist Gott, der uns davon abhalten kann, ewiges Leben zu erhalten. Schauen wir uns auch in Psalm 112, die Verse 7 und 8 an. Psalm 112, Verse 7 und 8. Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht. Er weiß, dass der Zeitpunkt kommen wird, wenn Gott eingreifen wird. Man weiß nicht unbedingt immer genau, wann das der Fall sein wird, aber letztendlich wird es dazu kommen. Und deswegen fürchtet sich der Gerechte auch nicht vor schlimmer Kunde, die physisch und realistisch gesehen unheimlich schlecht aussehen könnte. Wie wir sahen, kann unser Glaube an Gottes Hilfe dadurch zerstört werden. Mit anderen Worten, kann dadurch Zweifel entstehen, wenn wir auf das Physische blicken. Wir müssen beginnen, über das Physische hinaus auf das Geistliche zu blicken, und das erfordert natürlich Glauben. Schauen wir uns in 2. Korinther 4 an, was uns Paulus sagt. 2. Korinther, Kapitel 4, angefangen in Vers 17. 2. Korinther 4, angefangen in Vers 17. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Ein wunderschöner Vergleich. Paulus schreibt hier von unserer zeitlichen Trübsal und vergleicht sie mit einer ewigen Herrlichkeit. Und dann schreibt er, dass diese Trübsal leicht ist und vergleicht sie mit einer über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit.
Aber nicht nur das. Er schreibt auch, dass unsere Trübsal eine solche Herrlichkeit schafft. Sie schafft sie, weil wir nämlich in Trübsal lernen, auf Gott zu vertrauen, wenn wir den richtigen Glauben haben. Und er fährt fort, Vers 18, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, das ist vergänglich, das vergeht. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Schauen Sie, Gott ist für unsere physischen Augen unsichtbar. Aber Gott verspricht uns, dass auch wir Gottwesen werden sollen. Jawohl, Gottwesen, Mitglieder seiner Gottfamilie im Reich Gottes, unsterbliche Geistwesen. Dann werden auch wir unsichtbar sein und von daher werden wir nie vergehen. Das ist die Art von Glauben, die Christus in seinen Jüngern sehen will. Ein Glaube, der über das zeitlich-physische hinausblickt, auf das geistlich-ewige. Schauen wir uns in Lukas Kapitel 18 einmal eine interessante Stelle an. Lukas Kapitel 18, angefangen in Vers 7. Lukas Kapitel 18, angefangen in Vers 7. Hier geht es um eine Frau, die in einem Gleichnis von einem Richter Hilfe beanspruchen wollte und der Richter hat ihr nicht geholfen. Und so ging sie tagtäglich zu ihm hin und fragte ihn und bat ihn darum, ihr zu helfen. Und Christus nimmt dieses Beispiel jetzt an und überträgt es auf das Geistliche. Und er sagt in Vers 7, sollte Gott euch nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch, wenn der Menschensohn kommen wird, auch hier wiederum eine Bezeichnung, eine Beschreibung hin auf seine Wiederkunft gezielt. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Nun, die Zürcher Bibel und auch die Übersetzung der Professoren Hamm, Stenzel und Kürzinger, die Padloch-Bibel, schreiben hier, meinst du, er werde den Glauben finden auf Erden? Es ist ein spezifischer, wirksamer, tätiger Glaube, nicht nur ein theoretischer Glaube, ein wirklicher Glaube, der sich durch Handlungen manifestiert. Dieser Glaube ist eine Gabe Gottes, um die wir Gott bitten sollten. Die haben wir nicht von uns aus. Schauen wir uns in Epheser Kapitel 2 und Vers 8 dies näher an. Epheser Kapitel 2 und Vers 8. Epheser Kapitel 2 und Vers 8. Da heißt es, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Gott hat uns diese Art von Glauben aus Gnade gegeben. Nicht, weil wir so herrliche Menschen waren. Er hat sie uns aus Gnade gegeben. Aber wir müssen natürlich auch diese Gottesgabe empfangen und dann auch in uns tätig sein lassen. In Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12. Und Vers 3. Da heißt es, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Es ist also wiederum hier Gott, der uns den Glauben gegeben hat. Schauen wir uns auch Römer 4 und Vers 13 an. Römer 4 und Vers 13, wo wir lesen. Denn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein solle, ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Er hat an Gott geglaubt, hat aber dann auch Gott gehorcht. Und deshalb hat er die Verheißung empfangen, dass er der Erbe der Welt sein würde. Schauen Sie, Glaube ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Der Glaube, von dem wir hier sprechen. 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 13. 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 13. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben,
Wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich. So glauben wir auch und darum reden wir auch. Er spricht also hier von dem Geist des Glaubens. Doch wir müssen uns dieses Glaubens bedienen, wie ich sagte. Wir müssen uns von ihm leiten lassen. Und so dann muss dieser Glaube auch in uns wachsen. Wenn wir den Heiligen Geist erhalten und damit den Glauben Gottes, dann haben wir nur eine Anzahlung sozusagen auf diesen Glauben erhalten. Der muss in uns wachsen. Schauen wir uns 2. Thessaloniker an. Im 2. Thessalonikerbrief, Kapitel 1 und Vers 3. 2. Thessaloniker, Kapitel 1 und Vers 3. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, liebe Brüder, wie sich's gebührt, denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Der Glaube wächst, schreibt Paulus hier über die Kirche der Thessaloniker. Schauen wir uns auch Lukas Kapitel 17 an. Eine ähnliche Aussage wird hier niedergeschrieben. Lukas Kapitel 17 und in Vers 5. Lukas Kapitel 17 und in Vers 5. Die wollten hier die Frage beantwortet haben, wie oft sie jemandem vergeben mussten. Und Christus sagte, es gibt an sich gar keine Beschränkung. Wenn jemand bereut, der muss Vergebung erlangen. Und das war natürlich schwer für die Apostel zu verstehen. Und Vers 5 sagten sie, und die Apostel sprachen zu dem Herrn, stärke uns den Glauben. Vers 6, der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Ein Glaube, der keine Beschränkungen mehr kennt. Aber der muss wachsen. Zunächst einmal wie ein Senfkorn, aber das Senfkorn wächst natürlich. Wir hatten bereits gesehen, dass der Glaube lebendig, tätig und wirksam sein muss. Wir hatten auch bereits über Glaubensgehorsam gehört. Es ist aber nur möglich, diesen Glauben in uns wirken zu lassen, wenn wir über unsere physischen Beschränkungen hinausblicken, im Vertrauen darauf, dass Gott auch tun kann, was er uns verheißen hat. Wir lasen bereits, dass Abraham durch seinen Glauben gehorsam wurde. Wir lasen dies im Hebräer Kapitel 11 und Vers 8. Er wurde durch seinen Glauben gehorsam. Nun schauen wir uns aber eine andere Stelle an, im Jakobusbrief Kapitel 2, die scheinbar das Gegenteil uns sagt. Jakobus Kapitel 2 und Vers 22. Da heißt es nämlich folgendermaßen. Jakobus 2 und Vers 22. Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Ja, was jetzt? Einmal heißt es, dass sein Glaube Gehorsam erzeugt. Und sodann heißt es, dass Gehorsam seinen Glauben vollkommen macht. Besteht da nicht ein Widerspruch? Nun, es besteht kein Widerspruch, wenn wir den Zusammenhang erkennen. Es geht nämlich hier um die Abhängigkeit von Glaube und Gehorsam. Zunächst hatte Abraham, wie auch Petrus, wie auch der ungläubige Thomas, etwas Glauben, ein wenig Glauben. Und aufgrund dieses Glaubens war zum Beispiel Abraham in der Lage, ein Gebot Gottes zu befolgen. Und dieser praktizierte Gehorsam führte dazu, dass Abraham Gottes Hilfe erfahren konnte. Schauen Sie, Abraham hielt Gottes Gebot und wenn es Schwierigkeiten gab, dann zeigte Gott ihm, dass er trotz dieser Schwierigkeiten weiterhin dieses Gebot halten konnte. Und das erzeugte dann neuen Glauben, dass Gott ihm auch weiterhelfen würde, wenn es zu anderen Schwierigkeiten im Hinblick auf andere Gebote kommen würde. Wir sehen also, dass für Abrahams Glaube Gehorsam notwendig war. Hätte er sich gar nicht erst bemüht, Gott zu gehorchen, hätte Gott gar keine Möglichkeit gehabt, ihm bei einem weiteren Versuch zu helfen. Wenn wir etwas erkannt haben zu tun, dann müssen wir es tun. Andererseits war für den Gehorsam auch Glaube erforderlich. Und zwar Glaube, der frei von Zweifeln, frei von Angst sein musste. Und dieser Glaube befähigte Abraham, Gott auch in schwierigeren Dingen zu gehorchen. Denn er wusste, rückblickend auf Erfahrung, dass Gott ihm ja bereits bei auftretenden Problemen geholfen hatte. Gott verlangt nichts Unmögliches. Wenn Gott uns befiehlt, etwas zu tun, dann wird er uns auch die Kraft dazu geben und die Möglichkeit, es zu tun. Auch wenn es manchmal
vielleicht etwas länger dauert, weil er uns eben testen will, um zu sehen, wie stark und wie ernst es uns wirklich ist. Alles das erfordert Glauben. Glauben, der über das, was vor Augen ist, hinausgeht und der auf das blickt, was man mit physischen Augen nicht sehen kann. Und dieser Glaube lässt uns weit hinausblicken in unsere Zukunft, auf eine einzigartige Zukunft, die nicht auf Physisches beschränkt ist, die nichts mit Physischem zu tun haben wird, letztendlich. Schauen wir uns kurz zum Schluss dieser Predigt einige Stellen noch an, die über diese Zukunft zu uns sprechen. Im Judasbrief, der sich vor der Offenbarung befindet, Judas, Verse 20 und 21. Da heißt es hier, ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben, zu einem Leben, das nicht mehr physisch sein wird, sondern eben ewig und geistlich und geistig. Schauen wir uns auch 2. Timotheus 4 an. 2. Timotheus 4, die Verse 7 und 8. 2. Timotheus 4, die Verse 7 und 8. Hier ist das, was Paulus sagt, kurz vor seinem Tod. Und wäre es nicht wunderbar, wenn wir alle dieses sagen könnten, kurz bevor wir sterben. Er schreibt hier, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Er hat nicht aufgegeben, er hat nicht durch Zweifel seinen Glauben verleugnet. Ich habe Glauben gehalten. Und er schreibt dann hier in Vers 8, hinfort liegt mir oder liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Er hatte gar keinen Zweifel daran, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird, zu dem Tag seiner Wiederkunft. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung, darum geht es, seine Wiederkunft, liebhaben. Ein wunderbares Zeugnis eines Apostels, der den Glauben bewahrt hat, der aufs Allergewisseste wusste, dass er auferstehen würde und dass er belohnt werden würde für sein Werk. Und zum Schluss noch Epheser Kapitel 1. Epheser Kapitel 1, die Verse 18 und 19. Ein Gebet, das Paulus hier an die Epheser richtet, ein Gebet, das wir uns alle hinter die Ohren schreiben sollten, das wir alle auf uns beziehen sollten. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Wird die Macht der Stärke Gottes auch in uns wirksam? Sie kann es. Es liegt lediglich bei uns, ob wir die Macht seiner Stärke akzeptieren durch den Glauben oder ob wir durch Zweifel und Angst uns davon abwenden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Norbert Link für die Kirche des ewigen Gottes.